So. Ja, das ist ja auch schon einigen Leuten ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich mal irgendwann gesagt habe, mal hier eine Line ziehen. Und weil man das ja anders verstehen könnte. Mein Gott, nochmal, man kann sich aber auch... Also echt mal, manchmal sind so einige Menschen sind echt Moralapostel, ne? Also, ich weiß nicht, also... Extra immer drauf achten, dass halt wirklich alles 100% richtig ist. Ich meine, wir sind hier doch nicht in Amerika, hier mit den Konservativen und sowas. Muss sowas sein. Aber wie sagte dann ein Kumpel von mir? Sagt er, das sind alles die CDU-Wähler. Und ich so, ja, meinst du? Ich sage, in den eigenen Reihen oder in deinen Reihen gibt es wahrscheinlich das Gleiche. Und naja, egal. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Ich habe eigentlich immer gesagt, mein Let's Play bleibt politisch neutral und über Politik braucht man mit mir nicht diskutieren. So. Dann einmal Fackelwahn. Ah, ich wusste es, das wird ein guter. So, dann die nochmal. Ja, 52. Ich denke mal, reicht erstmal, wa? So, das Gold mal raus, die Steine mal raus, die Steine mal raus, die Steine mal raus. Und dann muss ich jetzt mal das Mikro wieder dichter ans Maul nehmen. Weil ich habe es leider immer noch nicht hinbekommen, mir ein neues Mikro zu holen. Leider. Halt, Moment. Ach, die kann ich eigentlich gleich mitnehmen. Die wandeln wir gleich um und nehmen die gleich mit. Da kennen wir nix. Können wir hier nochmal... Ne, den ausgerechnet nicht. Den nehme ich den schon wieder. Die alten Diamanten können hier mal wieder rein. Dann können wir hier mal gerade reingucken. Die Dinger können auch wieder rein. Und... Falsch. Richtig. Das kann auch mal wieder rein. So, dann... da... Hier. So. Buch. Und so. Und so. Und so. So. Und wer jetzt mein Let's Play vielleicht schon ganz lange kennt, der weiß, dass ich ja damals mal Musik im Hintergrund eingespielt habe. Bin ich im Moment ein bisschen am überlegen, ob ich das wieder machen soll. So rein theoretisch. Könnte man ja wieder machen. Nur da bin ich erstmal auf eure Hilfe angewiesen, denn ich weiß leider gar nicht mehr, wo ich so recht Musik herbeziehen kann. Also hier, ne, geh mal frei und geh mal ab und so weiter, ne, wisst ihr schon. Ohne diverse Lizenzen und so. Also was mit diesem komischen Tag-Nacht-Sensor nicht in Ordnung ist, keine Ahnung. Warum schaltet der denn so spät? Hallo. Jetzt. Also ich verstehe das nicht. Ich habe doch hier schon so dunkel wie möglich beim Tag-Nacht-Sensor gemacht. Aber der schaltet voll spät. Weil hier ist ja, hier spawnt ja schon. Jetzt hat er geschaltet. Ich finde das irgendwie voll spät. Wow. Ja, komm her. So. Okay, gehen wir wieder rein. Nee, also ich finde, der schaltet auf jeden Fall voll spät, der Sensor. Merkwürdig. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich will ja eigentlich gar nicht zu viel im Voraus aufnehmen. Eigentlich, das Wort eigentlich hat mir daran schon wieder gefallen, denn wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ich bin ja auch schon wieder bei 43 Minuten, denn dieses Redstone-Update, das steht ja uns ins Haus und ich bin halt echt gespannt wie ein Flitzebogen, was ich danach umbauen darf, wo ich, ja, mir was Eigenes oder was Neues, weiß nicht, wie ich das sagen soll, einfallen lassen darf. Also da bin ich mal richtig gespannt. Ein höher noch. Eigentlich. Nee, nicht nur eigentlich, ein höher noch. So, dann machen wir das doch mal. Und dann wird es Zeit, dass wir mal so ein bisschen, hier, ne? Da hinten mal so ein bisschen die alten Wälder so ein bisschen stutzen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier oben bauen und... Ja, das wird dann auch erstmal... erstmal alleine. Also das wird wohl die letzte, die allerletzte Etage dann.
mehr wird nicht kommen nach oben. Denke ich mal. Ich weiß das noch nicht. Mal gucken. So. Ja, wenn ich das gerade so, so nett formuliert habe, da habe ich ja kürzlich auch eine Rüge für bekommen. Da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln und habe so gedacht, WTF. Ich meine, wenn man ein Let's Play über eine ganz lange Zeit verfolgt oder über eine längere Zeit verfolgt, dann ist es doch normal, dass man irgendwann auch so für einen, weiß ich, Privatgebrauch, sage ich jetzt mal einfach so, dass man irgendwann genau so einen Dünnsinn sabbelt wie der Let's Player oder einen ähnlichen Dünnsinn. Na, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also es ist doch eigentlich vollkommen normal, dass man irgendwann halt auch so einen Dünnsinn schnackt. Und da habe ich halt eine Rüge bekommen, dass ich Debitor nachmache mit solchen Sachen wie oh, geil und so weiter. Und was das dann soll. Und, naja, wie gesagt, das ist das halt, wenn man über längeren Zeitraum einen Let's Player guckt oder irgendwas sich halt anschaut. Ich möchte mal sagen, exzessiv anschaut. Dann merkt man das mit der Zeit selber gar nicht mehr, dass man genau den gleichen Scheiß dabbelt. Na, also ich meine, gut, ich bin nun Schleswig-Holsteiner und bin nun sehr dicht auch an Hamburg dran. Und da ist es ja eigentlich gang und gäbe, beziehungsweise normal, dass man Moin, beziehungsweise Moin Moin sagt. Ich erwische mich immer wieder mal dabei, wenn ich irgendwie ins Teamspeak komme oder ich auch zu Freunden gehe, dass ich dann erstmal so sag, Moin Leute, und denke dann jedes Mal so, WTF, was ein Glück, dass keiner von den Let's Plays guckt. Erstmal so Facepalm. Jedes Mal. Muss jedes Mal darüber grinsen. So, hier müssen noch Fackeln ran. Die haben wir beim letzten Mal wohl vergessen. So, schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf eine lustige Reise hier, ne, Holz besorgen. Holz hacken. So. Ein bisschen Eichenholz. Ich bin gerade was am Überlegen. Nee, haben wir nicht. Schon okay. Ich musste gerade, also das ist auch immer so ein Ding. Ich habe jetzt irgendwie so viele Welten im Moment am Start, für mich privat, auf denen ich zocke. Ich zocke einmal auf meiner eigenen Welt, also diese hier, dann die Let's Show Welt, dann zocke ich so ein bisschen Targoons Welt, dann habe ich noch eine weitere Welt, die so für mich so ein bisschen so zum Rumexperimentieren ist und so weiter. Also das ist eine Welt, die steht einfach nur, ich glaube, die habe ich auch mal benannt als Cheat World, denn da ist nichts abgebaut und nichts, das ist rein Kreativ-Modus. Ja, und ich musste halt immer überlegen, wenn es um die Nether-Portale geht, weil ich wollte gerade in ein Forest-Biom über den Nether und dann fiel mir ein, ach ja, ach Mensch, ach na guck, das ist ja gar nicht diese Welt. Tja, so kann es gehen, wenn man zu viele Welten hat. Den Mindman, also hier die Debitor zocke ich auch nebenbei ein bisschen. In erster Linie zerlege ich seine Welt aber, um diverse Sachen ein bisschen abzukupfern, was Redstone angeht. Das gleiche eigentlich auch mit Targoons Welt, wobei Targoons Welt, da habe ich sogar ein paar Sachen mal nach meinem eigenen, ja, keine Ahnung, Bedürfnissen, wie auch immer, umgebaut. Vielleicht mache ich davon mal irgendwann ein Let's Show. Vielleicht. Handelt sich in dem Fall von der Staffel 3. Ja, von der S3 ist das. Na, viele Elemente sind jetzt aus seiner aktuellen Staffel einfach mal, habe ich da einfach mit dann umgebaut. Nachträglich, wenn ich die Folgen gesehen habe. So wie heute Vormittag zum Beispiel, hatte ich erstmal, ja, Aufholbedarf, YouTube angeschmissen und dann erstmal, ne? Seit Weihnachten keine Let's Plays mehr geguckt und dann glühte erstmal die Internetleitung. Ich bin doch nur dreimal eingepennt. Das ist mal so gemein, ey, wenn ich Let's Plays gucke. Also, das ist. Keine Ahnung.
Ist nicht, dass es langweilig ist. Das passiert mir jetzt nicht nur bei einem Let's Player oder bei einem bestimmten oder so, sondern das passiert mir in letzter Zeit generell bei Minecraft-Let's Plays. Ich schaue mir irgendein Let's Play von irgendeinem Let's Player an und da gehen die Klötze sofort dicht und ich bin eingeschlafen. Verstehe ich nicht. Ist ja nicht mal langweilig. Vor allem, ich halte mich teilweise wach, weil also manchmal sind Sachen dazwischen, die mich dann ja auch wirklich brennend auch für mein Let's Play interessieren. Und dann kann es nicht sein, dass ich dabei einpenne. Ärgere ich mich jedes Mal drüber. Muss ich die Folge halt nochmal gucken. Und nochmal und nochmal. Also ich habe zum Beispiel mal eine... Das ist schon ganz lange her. Da habe ich selber noch nicht Let's Play. Da ist das schon passiert. Ich habe da mal eine Folge von dem, dessen Namen ich in meinem Let's Play nicht nenne. Von dem habe ich eine Folge 5-mal geguckt. Und jedes Mal bin ich so nach 5 Minuten eingepennt. Wo ich dann echt nur gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und eigentlich hellwach, gar nicht müde, ausgeschlafen und so weiter. Gehst du ran an die Folgen oder an die Let's Plays. Guckst du 5 Minuten und dann, tschüss. Kürzlich auch mit meiner Lebensgefährtin, die hat ja von mir zu Weihnachten Minecraft-Account geschenkt gekriegt. Wollte sie unbedingt haben, habe ich gesagt, oh, okay, kannst du haben, kriegst du eins zu Weihnachten. Jetzt werden einige wahrscheinlich sagen, wie unpersönlich. Sie wollte das unbedingt haben. Ich wollte ja was anderes kaufen. Ich habe gesagt, nö, reicht ihr. Habe ich gesagt, gut. Hochzeit wird teuer genug, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, ja, stimmt. ja. Jedenfalls hatten wir dann neulich da so ein bisschen Debitor geguckt, so ganz alte Folgen und dann schön so alles auf den Fernseher gelegt und schön auf der Couch so ein bisschen gemummelt und dann 5 Minuten geguckt, tschüss. Aber sie hat noch das Beste gegeben, mich wach zu halten, aber es hat leider nicht geklappt. Tja, ist halt so. So, gib mir die Setzlinge, Mann! Ich brauche die ganzen Setzlinge. Doch, Mensch, verdammte Scheiße nochmal. Ich bin ja eben schon nicht so rangekommen. Warum versuche ich es nochmal? Affen macht Fehler doch auch nur 2-mal. Achso, das war nur 2-mal. Glück gehabt. So. Den Abel nehmen wir auch noch mit. Warte mal, den Abel. Ah, 28 Äbel. Da können wir uns mal einen einverleiben. Oder 2. Oder 3. Oder 4. Okay, reicht. So. Ja, Tree Assist, auch sehr nette Mod, habe ich aber nicht gefunden, beziehungsweise, nein, das stimmt nicht, habe ich nicht gefunden, ist falsch, habe ich nicht nachgesucht. Ist ein netter Mod, wenn man einen Baum fällt, wird unten automatisch ein neuer Setzling gesetzt. Ich weiß allerdings nicht, ob man den Setzling in der Tasche dafür haben muss. Kein Plan. Muss man gerade überlegen. Der da. So. Und so. Müsste, sollte, könnte eigentlich so funktionieren. Zumindest für Eiche. Ma! So, das sollte so funktionieren. Das lassen wir einfach mal ein bisschen laufen. Können wir ja immer mal wieder beigucken, hingucken. Wie auch immer. Jetzt reicht's mir da oben mit den Setzlingen. Oh. So. Und wieder nach unten. Vielleicht hätte ich mir da eine höhere Effizienz drauf packen sollen. Müsste hier nicht noch einer runtergekommen sein? Ich weiß es nicht. So, und das hier ist wieder so ein toller Bug, glaube ich. Denn das hat... Lasst mich mal gucken, Leute. Ja. Das sieht man ganz genau, das hat mit dem Schnitt zu tun. Das verschwindet nicht, weil da hinten ist der Schnitt, als ich die Welt reinkopiert habe. Ups, also... Dem Kram muss ich da jetzt auf jeden Fall nochmal eben nachhelfen, weil das wird sonst niemals verschwinden. Oder decayen, oder wie auch immer. Hätte ich jetzt einen Flint dabei und ein Eisen, dann hätte ich mal die andere Variante genommen. Dann hätte ich das jetzt hier nicht weggeschlagen. Dann hätte ich das einfach mal angesteckt. Ja, dieser Fehler, der wird halt hier
an einigen Stellen öfter wahrscheinlich auftreten, auch wenn ihr die Welt zockt. Der kann immer mal wieder auftreten, wenn man halt diese Schnittgrenze da hat. Dabei fällt mir ein, die Schnittgrenze zum Dschungelbiom, die wollte ich auch nochmal verschönern. Da weiß ich allerdings noch nicht wie. Und ich weiß auch noch nicht, ob online... Also online, ja. Du bist auch so ein Online. Da weiß ich halt aber noch nicht, ob onscreen oder offscreen. Und die eigentliche Idee mit der Brücke darüber... forget it, wir bauen hier jetzt von hier... Von hier ausgehend, da bauen wir einfach eine Brücke rüber. Kleines, schnuckeliges, feines Teil irgendwie. Wie, weiß ich aber noch nicht. So, erstmal eine Runde ratzen. Nee, bevor wir ratzen, werden wir erstmal nach oben. Denn ich möchte mal gucken, wie das aussieht hier mit dem... Nö, das sieht gut aus. Dann können wir auch eigentlich, brauchen wir dann auch gar nicht ratzen gehen. Dann können wir gleich hier den Boden fertigstellen. Dann haben wir nämlich den Boden soweit schon mal. Zumindest holztechnisch. Ob der holztechnisch bleibt und so weiter. Bitte frag mich was Leichteres. Ich weiß es noch nicht. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen am Aufrauchen gewesen. Deswegen gab es mal eine kleine Unterbrechung. Na hier, Wilhelm Tell. Ne? Alte Sau. Die sehen aber auch heiß immer aus im Mieser-Paket. Das sind hier die drei von der Tankstelle, ne? Wisst ihr? Hier, Heinz Rühmann. Und, ja. Ich hätte jetzt wahrscheinlich bei einigen gepunktet, wenn ich die anderen jetzt auch gewusst hätte, aber ich weiß sie nicht mehr, wie die anderen hießen. So alt bin ich doch gar nicht. Na, wie sagt der andere immer, ich bin doch gerade erst 12. Der andere Vollpfosten. Was? Sagt der schon wieder? Vollpfosten? Sowas aber auch. Das, wie kann der nur? Ich würde sagen, das bauen wir einfach so. Tja, mit machen wir mal mit zwei zwischen. Gucken, wie das aussieht. Normalerweise hätte das hier drei sein müssen, glaube ich. Nicht zwei. Aber dann würde das mit dem Fenster da nicht mehr hinkommen. Egal, wir lassen es so. Dann müssen wir halt hier nur noch zumachen. Auf welcher Höhe denn? Upsa, ja, der war ja ganz gut. Würde ich sagen, geht, ne? Kann man so lassen. Aber verkehrt. Das möchte ich ja eigentlich, möchte ich das anders haben. Nee, komm, das reißen wir hier wieder weg. Das gefällt da mir nicht. Denn ich möchte hier schon eigentlich gerne Boden drin haben. Ein Boden. Wir möchten Boden, den Purchen. Den Purchen. Nicht Boden. Genialer Film. Na, hier das Leben des Brian von Monty Python. Kann ich nur jedem empfehlen, der den nicht kennt. So. Ja. Dann nochmal in den Keller, weil da habe ich noch Halbstufen drin. Nein. Nein. Ja. Ja, lass mal so. Zwei sind drei. Ja, keine Ahnung. Das gefällt mir auf jeden Fall gerade nicht. Das ist auch komisch. An der einen Stelle habe ich immer einen FPS-Einbruch. Obwohl, na, das kann eigentlich nur von dem Wasser kommen. Warte mal, Moment mal kurz. Da war doch was mit dem Wasser. Nämlich unten. Also hier. Genau. Weil das doch alles mal Wasserfall von oben war. Ich weiß nicht, vielleicht kommt hier auch wieder Wasserfall hin oder so. Ich habe noch keine Ahnung.
Weil das ist ansonsten zu sehr Blog-like. Also einfach nur hier, ne? So mein Blog und so. Und nicht Heckler und Koch sein Blog. Und nicht, dass ich jetzt denke, dass ich hier Hibbeli-Hobbeli-Musik höre. Nur weil ich das zufällig kenne. So, eins und zwei und drei. Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist komplett blöd, was ich da jetzt vorhab. Weil das kommt da eh weg. Komm rein am. Falsche Taste. So. Das wäre jetzt ja kompletter Huhn. Sö. Sö, die alten Holzstufen. Viel zu viele davon eingepackt. Ich brauche doch nur irgendwie vier Stück. Warum nehme ich mir da gleich anderthalb Stacks mit? Also. Und dann geht das nicht mal. Na toll. Hier genauso wenig. So ein Cheat. Na gut, dann halt nicht. Nur war ich im Keller, hätte ich doch gleich Glas mitbringen können, oder? Was sagt er? Ja, hätte er machen können. Dann ist jetzt allerdings die Frage, mache ich das denn hier? Sekunde, oder man könnte das aber.